Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers. Hier ist The Nerd Number of Life. Das sind Digiheld. Das bin ich, hallo. Und Dre Deluxe, hallo. Das bist du, hallo. Hallo. Wahnsinn. Also, hey. Hey, na, wir sind live auf Twitch. Das ist neu, das haben wir vorher noch nie gemacht. Und in diesem Moment kam die Frage von dem Herrn RC Top Ear. Ob wir den Film Assassin's Creed gesehen haben. Und daraufhin haben wir verneint. Digi hat dann kurz über, wie hieß der, Slow West geredet. Ein Film auch mit Michael Fassbender oder Michael Fassbender. Und dann meinte Digi gerade, er hat Angst, Assassin's Creed zu sehen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, warum hast du denn Angst, den Film zu sehen? Das ist kein Horrorfilm. Das ist noch nicht raus, ob es kein Horrorfilm ist. Das stimmt. Ja, es ist halt irgendwie ein Film, von dem ich denke, der könnte echt schlecht sein. Okay, aber warum hast du dann... Also ich werde mir den nicht im Kino angucken. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir der Film nicht gefällt, ist mir einfach zu hoch. Ja. Obwohl ich sowieso eigentlich schon eher so ein bisschen tolerant bin und so. Und ich es jetzt auch durch Acetopia, oder wie er richtig ausgesprochen wird, Acetopia, ja, jetzt eigentlich schon wieder eine positive Meinung von dem Film gehört habe, ist es halt irgendwie trotzdem so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Assassin's Creed, ich habe die Spiele schon irgendwie nicht gespielt. Also ich habe die gespielt, ich habe die angespielt, ich habe die unterbrochen, und jetzt irgendwie schon. Den Assassin's Creed, dann den Trailer, ich habe immer noch diese eine Kampfszene da vor Augen, wo ich immer denke, oh mein Gott, weiß ich nicht. Nee. Nehmen wir das schon auf oder kann ich das nochmal anfangen? Du kannst gerne nochmal anfangen, wir nehmen aber trotzdem weiter auf. Ich glaube, ich weiß aber sogar, was du meinst. Mir geht das da, glaube ich, ähnlich. Ich habe mir diesen Trailer, ich habe den Trailer auch ein paar Mal gesehen, was auch selten vorkommt, aber ich finde die Spiele halt gut. Ja. Zu teilen. Und macht ja nichts. Macht nichts, ne? Das macht mich nicht unbedingt zu einem schlechten, nur weil ich die gut finde. So. Genau, und den Trailer und ja, mit der Kampfszene, du meinst wahrscheinlich dieses am Ende, oder? Da, wo er dann auf den Knien landet und mit den eine Hand nach vorne, eine nach hinten und dann die Typen da meuchelt, oder? Ja, ja. Hm. Ich meine, das ist halt Assassin's Creed so, aber ja, ist es, ne? Ja. Da kannst du halt sehen, wie albern es ist. Ja, genau, das ist genau wenn das. Wenn du das dann halt irgendwie in so einen Film reinpackst, dann merkst du erst richtig. Genau, wenn das in dem Kontext von echt ist, sag ich mal, dann merkst du auf einmal, fuck, was ist denn das? Ja, ist vielleicht ein bisschen albern alles, was hier gerade so passiert. Naja, aber ich werde ihn auf jeden Fall auch noch irgendwann mal gucken, aber genau wie du auch nicht im Kino, habe ich nicht vor. Vielleicht leihe ich mir den auf Blu-ray. Mit hier, Blu-ray ist doch die von Star Wars, ne? Ray? Nee, im Ernst, die hieß die Ray? Ja, ne? Von Star Wars? Da ist der Alkohol wieder. Genau. Ich halte das nicht aus. Ja, aber ja, ja. Ach, ist deswegen mein Schiff kaputt gegangen, weil ich die Plattform gerammt habe? Achso. Das könnte Sinn machen. Wie, du hast die Plattform gerammt? Oh, hab ich schon wieder kaputt gemacht. Naja. Nee, aber genau, aber ich will ihn auch sehen auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Fan der Spiele. Oh ja, nein. Ja, das kann ja jedem mal passieren. Dass ich die Plattform kaputt gemacht habe oder dass ich Fan der Spiele bin? Dass du Fan der Spiele bist. Achso, okay. Nee, wir sind ja auch scheiße erfolgreich, das ist ja auch... Ja. Ich finde auch nicht unbegründet, wobei die letzten, also den allerletzten jetzt, der in England gespielt hat, den habe ich selber nicht gezockt, weil ich von Unity so angenervt war, was der vorletzte war. Ja. Ich habe dieses PS Vita-Ding angezockt und fand das relativ schnell langweilig, was es dann ja nochmal für PS3 und Xbox gab, ich glaube für den PC auch nochmal. Ich glaube, das hieß dann einfach Liberty, hieß es Liberty? Also HD stand da einfach nochmal hinter. Hm, okay. Und dieses Rogue, das ist glaube ich nur Rogue, Assassin's Creed Rogue auf der PS3, was gleichzeitig mit, jetzt komme ich... Das ist auch so ein neues Modewort, ne? Rogue, das muss irgendwie, das begegnet mir, sagen wir es mal so, das ist mir irgendwie jahrzehntelang nicht begegnet und jetzt kommt mir das entgegen. Rogue hier, Rogue da. Am Freitag habe ich Rogue Nation gesehen zum Beispiel.
Ja. Genau, die Teile habe ich halt nicht gezockt. Und da gibt es ja noch so ein paar Spin-Off-Dinger. Und aber ich hatte mit denen eigentlich meistens meinen Spaß. So. Deswegen bin ich eigentlich auch interessiert an dem Film, weil Ubisoft, das ist ja nicht Ubisofts erster Spiele-Film, Spielfilm. Spiele? Spielfilm? Spielverfilmung. Verspielfilmung? Ja, du hast schon recht. Genau, das ist ja nicht deren ersten. Die haben ja... Sag schnell, Prince of Persia haben sie ja auch schon gemacht. Falls du den gesehen hast. Mit dem Typen den von... Den fand ich gar nicht schlecht. Von Donnie Darko. Wie hieß denn der nochmal? Wenn ich mich jetzt hier mal outen darf. Den fand ich auch nicht so schlecht. Wieso sind wir uns denn jetzt so einig? Was ist denn heute los? Sie läuft auch gar nichts. Ja, aber echt, ey, was soll denn das? Aber der ist ja viel bemängelt worden. Also, ja. Aber ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also. Ja, die Geschichte ist dämlich und alles, aber... Naja... Das basiert halt auf einem Spiel und die Geschichten von Spielen sind in Filmen oftmals nicht so krass. So. Also es ist sehr vorhersehbar alles gewesen. Vor allem, wenn man sich die Schauspieler anguckt, wer denn da jetzt welche Rolle spielt und wer denn wahrscheinlich dann so... Ja, du konntest halt irgendwie schon an den... Ja, erkennen, wer der jetzt wohl draufgehen wird. Genau. Ja, das stimmt. Es gibt zwar Filme, wo die große Rolle auch einfach mal schnell wegstirbt, aber da fehlt dann halt einfach das Geld, um die Leute schneller dran zu halten. Nein! Deep Blue Sea hieß er, glaube ich. Das ist ja eine legendäre Szene. Mit Samuel. Genau, aber den fand ich gar nicht so schlecht. Der sah gut aus und der hat einigermaßen Spaß gemacht und so. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Assassin's Creed jetzt so enttäuschen wird. Auch wenn Pete halt geschrieben hat, dass wenn man die Spiele kennt, das nicht so gut ist, oder wie war das? Ja, aber ich glaube, das ist halt irgendwie dieses Phänomen, das ist ja das Problem, was viele Spiele halt haben, die verfilmt werden, dass halt irgendwie die Spieler halt irgendwie einfach Sachen erwarten, die ein Film einfach nicht bieten kann. Ja. Ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel auch Hitman, der ist, glaube ich, zweimal verfilmt worden. Ja. Und ich finde beide Verfilmungen echt gut. Also ich erwarte auch einen Film. Ne? Ich erwarte da jetzt keinen. Also es überrascht mich nicht, dass wenn du einen Hitman halt irgendwie auf die Leinwand bringst, dass es halt irgendwie so eine Art XXX James Bond wird. Das ist einfach zu erwarten. Was soll es auch anderes sein? Den zweiten davon habe ich noch nicht gesehen. Den ersten damals mit Timothy Olyphant, den habe ich gesehen, den fand ich echt gut, aber den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Der war auch gut, sagst du? Ja, also es ist halt irgendwie, es ist jetzt keine Offenbarung, ne? Nee, um Gottes Willen. Das erwarte ich nicht. Aber es ist halt ein Film, den ich mir halt irgendwie Samstagabends irgendwie gerne angucken würde. So. Ich hätte kein Problem mit. Okay. Ich will den irgendwann mal schauen. Ist ja eine deutsche Produktion auch, ne? Von einem deutschen Regisseur und alles. Ne. Ja. Deutscher Film. Welcher jetzt? Erst oder der zweite? Der zweite. Deswegen kamen da so viele deutsche Bullen drin vor. Im Ernst? Ach was. Ich glaube, der spielt sogar irgendwie eine ganze Zeit. Das macht mich ja bei Filmen auch mal sehr irgendwie so. Also so richtig voll so, oh, was für ein schlechter Film, ist der scheiße, Alter. Und, oh nee, Alter, das kann doch nicht wahr. Sind wir hier in Berlin? Oh, das ist aber ein schöner Film. War nett gemacht jetzt die Szene. Unvergesslich, muss ich schon sagen. Ja, den gucke ich mir nochmal im Kino an. Ja. Ihr kriegt all mein Geld. Ja, das ist irgendwie, das letzte Mal ist mir das bei den Avengers passiert hier von wegen Civil War. Ja. Genau. Der spielt auch in Deutschland. Ach ja, Düsseldorf? Ja. Berlin. Berlin? Ja. Das andere Düsseldorf. Ja, das kleinere Düsseldorf. Das kleinere. Man kennt das vielleicht. Schon mal gehört, Berlin. Um ganz kurz unseren Redefluss zu unterbrechen. Kaniac hat sich verabschiedet vor einer halben Stunde. Ich hoffe, du hörst das noch. Mach's gut. Danke fürs dabei gewesen sein. Was? Kaniac! Ist na gut, ist aber dafür ist der Deva da. Hi, Deva! Stimmt, hi, Deva! Oh, weia, jetzt kriegen wir richtig auf die Fresse, ne? Jetzt ist vorbei. Mach das Spiel aus.
Aber schön, wie wir einfach so von der Frage, habt ihr den gesehen, mal eben so ein kleines Gespräch loslösen können. Finde ich gut, weil viel mehr vorbereitet bin ich auch nicht auf heute. Ich habe noch ein Spiel hart gesuchtet, darüber kann ich noch reden, aber vielleicht später. Okay, also ich bin ja sowas von gar nicht vorbereitet, ne? Ja, was heißt vorbereitet? Ich rede auch einfach nur über das, was ich die Woche über gemacht habe, meistens. Aber ich freue mich da immer sehr drauf. Das ist immer so, ja, Schatz, kommst nach Hause, was hast du gemacht die Woche? Ja, pass auf, nichts. Es ist immer ganz schön. Ja. Ich finde auch irgendwie diese Dialoge finde ich immer so irgendwie, ne? Ich würde auch gerne erzählen, irgendwie, was ich gemacht habe, und geht mich gar nichts an. Es geht dich nichts an, was du gemacht hast? Das sagst du doch immer zu mir. Ich sag immer, es interessiert mich nicht, aber du kannst es ja trotzdem erzählen. Ach so, dann habe ich das ja immer völlig falsch verstanden. Ja, ja, natürlich. Natürlich hast du es falsch verstanden. Hast du irgendwas anderes erwartet? Meine Güte, ist das ein beschissenes Schiff zu steuern? Ist das schlecht zu steuern? So, was hat denn der Deber alles geschrieben? Schönen Sonntag noch. Das war, glaube ich, an Azetopia gerichtet. Ich finde, AC hat seit AC 3 mega nachgelassen. Okay. Finde ich. Red Flag war ja das erste ohne richtige Story in der Gegenwart. Weshalb ich ab da alles nicht mehr so toll fand. In der Gegenwart hatte das Spiel eine Story, echt? Das ist mir bei den ersten drei Teilen gar nicht aufgefallen. Ich war sehr vernachlässigt. Naja, es war nicht schlecht, aber es hatte halt. Gott, hört mal auf zu schreiben, ich komme hier nicht hinterher. Hatte halt auch nicht viel mehr mit dem Assassinenorden zu tun und so. Naja, wenn du dir mal den Assassinenorden anguckst, dann wirst du feststellen, dass das irgendwelche arabischen Kämpfer waren. Hey. Digga, ohne Scheiß. Assassinen heißt wohl auf Arabisch sowas wie Berauschte oder so. Okay. Es waren irgendwie tatsächlich so ein Auftragsmörder. Die ganzen Zeit stoned waren. Die ganze Zeit stoned waren, ja. Sehr sympathisch. Also kann ich nicht gut halten. also ja. Also deswegen hatte das alles überhaupt nichts mit dem Assassinenorden zu tun. Vom Gameplay her hat mit dem Schiff und so war das echt top. Aber mir hat da einfach was gefehlt. Ja, das ist mit dem Schiff. Das ist allerdings irgendwie für mich wieder eine Sache, wo ich sagen würde, das könnte ich mir nochmal angucken. Weil halt irgendwie, das ist mal ein Aspekt, den ich so noch nicht gespielt habe vielleicht. Also Black Flag, muss ich sagen, ist für mich von der Neuzeit oder von den neueren Spielen das beste Assassin's Creed. Weil es so überhaupt nichts damit zu tun hat. Und das ist sehr erfrischend. Das ist echt schön. Ja, das kann echt mal was dann so schön sein, ne? Mhm. Ja. Dieser, wie heißt er, Hanway, der hat halt einfach gar nichts mit den Assassinen am Hut. Der traut sich ja was. Der findet ja auch am Anfang die einfach einen toten Assassinen, klaut ihm die Rüstung und verpisst sich dann damit und beobachtet das Ganze dann so ein bisschen von außen. Das hat echt Spaß gemacht, auch mit dem Schiff und so, wie er schon gerade geschrieben hat, das war schon geil. Das Ding dann ausbauen, dann schipperst du da über die Meere, schmeißt deine Crew-Jukebox an, dass die dann da anfangen zu singen. Das war schon geil. Also für mich das letzte wirklich gute Assassin's Creed, weil es nichts mit Assassin's Creed zu tun hat. Und 3 war einfach kacke. 3 war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, Assassin's Creed ist durch. Brauche ich nicht mehr. Mhm. Und dann kam halt 4 und dann dachte ich, okay, das gucke ich mir nochmal an. Und da war ich dann wieder voll drauf. Und dann kam, glaube ich, Unity. Und Unity hat den ganzen Kasten dann endgültig begraben für mich. Wow. Ist jetzt aber hart. Naja, ich habe seitdem halt kein weiteres Assassin's Creed gespielt. Und ich warte jetzt auch nicht zwingend auf noch ein anderes. Wie sie denn jetzt? Meine Mom ruft an, soll ich mal rangehen? Oh. Nein. So. Nicht live im Interwebs. Nicht live im was? Interwebs. Interwebs. Hat eigentlich jemand den Film Passengers gesehen? Deva mit 3 Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee, den habe ich nicht gesehen. Aber den will ich gerne sehen. Aber, nee. Aber andererseits auch wieder nicht, und ich hätte ihn gerne mit meiner Freundin gesehen. Ja. Ich glaube, den kann ich gut mit meiner Freundin sehen, weil der halt irgendwie so ein Science-Fiction-Beziehungsding ist. Ist das der mit
Ryan Gosling und Emma Stone? Nein. Sondern? Ach so. Ja, nee. Was soll ich denn noch mehr sagen? Ist das Spiel gerade gefreezed? Was ist da los? Nee, das Spiel ist nicht gefreezed. Das Spiel ist, ich bin im Menü. Bei mir ist es aber gefreezed. Ich bin immer noch im Menü. Ich merk's. Ich bin immer noch im Menü. Ja. Nerv mich nicht. Gar nichts, ich bewege die Maus, es passiert gar nichts. Ich hoffe, der Ton wird wenigstens noch aufgenommen, weil mir zeigt OBS gerade an, dass die Codierung überlastet ist. Ja, ist ja gut, Alter. Ich hab doch gesagt, du sollst. Das ist keine das ist ja keine Anspielung auf dich, sondern das ist für YouTube. YouTube, ganz ruhig, gleich geht's weiter. Du geh doch mal weg. So, scheiß Menü. So, jetzt geht's wieder. Wetten? Wetten? Noch geht gar nicht. So, der ist mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Ach, der, okay. Ach, dann rede ich, glaube ich, von La La Land. Ja, ja, genau. Der Science-Fiction-Film, wo so eine Beziehung, ja, genau. Ja. La La Land. Wo sie halt auf diesem Raumschiff. Jetzt geht's wieder. Okay. Aha. Nee, gut, dann will ich ihn auch gar nicht sehen. Das Szenario interessiert mich schon. Ne? Also es ist halt ja diese dieses Schiff, was halt in so einem Generationsschiff oder weiß gar nicht, ob es ein Generationsschiff ist. Es halt, wird halt mit keine Ahnung wie vielen Leuten halt irgendwie weggeschickt auf einen anderen Planeten, der halt irgendwie ich glaube 1000 Jahre oder so irgendwie entfernt ist und damit die halt irgendwie da was ankommt, werden die halt in Stase gebracht, so. Die Leute, die da halt irgendwie, und da sind halt irgendwie dann zwei Leute, so sagt auch der Trailer zumindest, die dann halt irgendwie ungefähr 100 Jahre zu früh aufwachen. Mhm. Und dann halt irgendwie auf diesem Schiff sind, der Schiff ist irgendwie so ein Luxusliner aufgebaut teilweise und da gibt's dann halt irgendwie noch so einen Barmann, der als dritte Figur noch da irgendwie mit rumschwirrt, und das war's dann wohl auch erstmal. Mehr gibt's da wohl in diesem Film nicht. Also das ist mehr so ein Kammerspiel vielleicht auch. Okay. Michael Sheen ist das, der diesen Arthur spielt. Ja, also ich finde ihn schon interessant. Also das Szenario finde ich schon interessant und ja doch, hätte ich kein Problem mit mir das anzugucken. Habe ich Schuff geschrieben? Hast kein Problem damit, die da. Okay, dann drücke ich jetzt mal da drauf. Warte einen Moment, wie immer. Ups. Joseph, jetzt. Ein Moment. Wie immer. so, ja. Ja, da war gerade irgendwie ein Abbruch. Ja, irgendwie war auf einmal mein Spiel zu Ende, weil ich hier wild auf den Tasten am Rumplimpern war. Und es hat irgendwie, ja, keine Ahnung, der PC mag halt keine Tasteneingaben. Klingt komisch, ist aber so. Das klingt wirklich komisch. Und dann ist meine Aufnahme abgebrochen. Aber deswegen nehmen wir jetzt nochmal, jetzt kommt nochmal so ein Tschüss. Also, tschüss. Tschüss.